Hertha BSC ist einfach nur noch ein Meme. Keine Ahnung, wo das hinführen soll. Wir haben es echt geschafft, die ersten drei Ligaspiele zu verlieren, unter anderem gegen Aufsteiger Wien Wiesbaden, und das ist schon großer Mist. Dann, auch das typisch Hertha, denkt man sich, ist eine super Idee, Marco Richter zum Kapitän zu ernennen. Und was macht man? Klar, man verkauft ihn einfach drei Wochen später an Mainz 05. Eine super Idee, den Kapitän zu verkaufen. Das kommt prima an. Und auch Suat Serda und Dodi Lukebakio sind beide mittlerweile weg. Das Wildeste, das kommt aber noch, denn die Hertha läuft ja seit Wochen Diego Demme hinterher. Den möchte man unbedingt haben. Der hat sich das Ganze aber angeschaut und jetzt gesagt: Freunde, das ist mir zu schlecht, ich komme nicht. Das hat er wirklich so gesagt. Das ist wirklich ein heftiger Korb. Jetzt sind erstmal Steve Peters und Matthias Braunöder im Gespräch. Ob die dem Raten aber fett machen, ich weiß es nicht. Was haltet ihr vom ganzen Hertha-Chaos?